Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hören heute natürlich noch rein in die Vollversion von Fieber. Wie schon erwähnt, wir haben uns ja logischerweise schon das Fieber/Glatteis-Musikvideo angesehen von Nina, wo direkt zwei wunderschöne Songs drin waren. Aber von Fieber war da nur so 3 Sekunden gefühlt drin. Also, actually so 20, 30 Sekunden waren von Fieber drin. Aber der ganze Song ist natürlich noch auf Spotify und Co. draußen. Deswegen hören wir heute rein, ohne Musikvideo dann quasi, in die Vollversion von Fieber. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe es beim letzten Mal schon alles zu Nina gesagt, was ich sagen konnte quasi. Deswegen schaut euch gerne natürlich meine Reaction zu Fieber/Glatteis an, falls ihr sie noch nicht gesehen haben solltet. Ich freue mich jetzt sehr darauf, hier reinzuhören. Und ich freue mich noch mehr, weil wenn ihr dieses Video seht, ich bin gerade, entweder bin ich gerade noch in Berlin auf einem Event oder ich bin schon bei Blackpink auf dem Konzert. Einfach bei Blackpink auf dem Konzert. Ihr wisst nicht, ich freue mich sehr. Ich werde alles auf Instagram festhalten und dokumentieren. Deswegen schaut gerne auf Instagram vorbei. Wird eine coole Woche bei mir und lohnt sich reinzuschauen. Auch mal ein bisschen selber Werbung machen. So, jetzt aber Nina, ich freue mich drauf. Los geht's. Den Anfang kennen wir logischerweise schon. Ich hab Schüttelfrost, versuch mich abzulenken, aber schaff es nur bis zum Matratzenende. Deine Silhouette. Ich mag, ey, bin ich der Einzige, der ihre Stimmfarbe hier so super angenehm findet? Und wie sie die Wörter ausdrückt irgendwie? Ich weiß es nicht. An den Wänden des Vergessenes, wir gegen Schatten kämpfen. Und ich glaub, sowas hatte ich noch nie. Boah, der Beat ist so gut. Womit hab ich das verdient? Gibt es dafür Medizin? Kann sein, dass ich Fieber hab. Boah. Und was hast du mit mir gemacht? Ich hab mich echt in die beiden neuen Songs, hab ich mich schockverliebt irgendwie. Und das Strom 1000 Kilowatt. Und auf einmal sind's Minusgrad. Wenn das ist, was Liebe macht. Boah. Weiß ich nicht, ob ich viel verbrauch. Schlaf nicht ein. Auch wie verspielt das Instrumental hier ist, ne? Das finde ich so krass. Jetzt ist übrigens der Cut gewesen. So viel haben wir gehört quasi im Musikvideo. Und jetzt kommt was Neues. Hört so dann bei jeder Nachricht. Ein falsches Wort und ich verrate mich. Und ich frag mich, ja, ich frag mich, warum es nachlässt. Nur wenn du da bist. Ich liegt an dir, ich steh wieder neben mir. Ich denk klarer Himmel, was oh. Mit dieser Nebel. Ich finde, sie schafft es voll gut, so dieses Aufgeregtsein-Gefühl. Wisst ihr, dieses, oh, ich bin aufgeregt, alles muss schnell. Das schafft sie gerade voll gut auszudrücken. Ich schaff's aber nicht gut auszudrücken, glaube ich. Wisst ihr, was ich meine? Und ich lieb's, dass ich lieb dieses kann sein, dass ich Fieber hab. Das ist so, es ist so verträumt irgendwie. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es ist so nice. Was hast du mit mir gemacht? Wie dieses Tempo rausgenommen wird komplett. Strom 1000 Kilowatt. Und auf einmal sind's Minusgrad. Wenn das ist, was Liebe macht. Das ist auf jeden Fall so ein Song, der direkt so in deutsche Balladen und keine Ahnung, so dieses. Ich würde ihn nicht in so Liebeslieder-Vibes stecken oder Liebeskummer-Vibes, weil es eher das Verliebtsein und dieses Aufgeregtsein, dieses Interessante, dieses Feuer so ein bisschen beschreibt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist es eher so, was es beschreibt, finde ich. Weiß ich nicht, ob ich viel vertraue. Wisst ihr, wie ich meine? Oder so diese Leidenschaft. So. Ich verbinde damit dieses Aufgeregtsein. Weiß ich nicht. Kann das sein, dass ich Fieber? Weil es ist nicht so ein typischer, irgendwie, es ist kein negativer Song. Der beschreibt so dieses aufgeregte Gefühl, dieses interessante, leidenschaftliche so ein bisschen, finde ich eher. Wisst ihr? Dieses Verliebtsein halt so. Einfach dieses stumpfe Verliebtsein. Deswegen auch kann sein, dass ich Fieber habe und so. Keine Ahnung. So fühle ich das zumindest irgendwie. Ja, geil. Also wir haben, wie gesagt, den hauptsächlichen Vibe vom Song schon gehört gehabt, aber wir hatten jetzt noch einen kleinen Part mehr. Und ich finde es richtig angenehm vom Vibe her. Es ist so, ja, wie ich eben schon gesagt habe, dieses Verliebtsein-Gefühl hat sie perfekt beschrieben.
finde ich. Und ich finde es angenehm, dass es eben mal so ein Song mit der Liebesthematik ist, der nicht auf Heartbreak geht oder auf ich würde für dich sterben und alles tun. Nicht so diese beiden Schienen, sondern einfach eine ganz neue Schiene, die ich so, zumindest ich aktiv noch nicht mitbekommen habe. Ich habe es ja beim letzten Mal schon erwähnt, ich finde es so strong, dass sie mit diesem Doppelsong jetzt hier zurückgekommen ist, quasi, was ist zurückgekommen, aber diese Doppelsongs released hat, nachdem für viele ja einfach sie nur Wildberry Lillet oder so war, dass die jetzt auch checken, dass Nina Chuba so viel künstlerisch mehr, ey, gerade bei den englischen Songs oder auch bei ihren ersten deutschen Songs, Bro, sie ist so vielseitig, da finde ich es cool, dass sie jetzt auch sowas gedroppt hat dann direkt. Und ja, gerade das Musikvideo war natürlich auch super, super stark, ne? Ja, ey, ich wollte mit euch reinhören in die Vollversion von Fieber. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal eure Interpretation irgendwie vielleicht in den Kommentaren da. Bin ich alleine mit dem, was ich hier gerade so ausgedrückt habe, wie eine kleine Zitrone und mir einen kleinen Saft rausgedrückt habe? Oder sieht es ähnlich wie ich? Das würde mich interessieren. Ansonsten habt ihr hoffentlich heute einen wunderschönen Tag, ja? Checkt meine Insta-Story aus, wenn ihr wissen wollt, was ich gerade mache. Vielleicht mache ich auch noch gar nichts, aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich unterwegs. Das heißt, wenn dieses Video an diesem Tag, einer dieser Tage, veröffentlicht worden ist, dann wisst ihr, ich bin unterwegs. Gut, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt fresh, so wie immer, und ciao.